Und jetzt nehmen wir uns mal Zeit für einen Gast, der Klartext redet. Ohne akademisches Geschwurbel, einfach klug, gerade raus. Hier ist aus Köln Richard Rogler. Jupp, ich stelle hier mal das Babyfon hin. Ich habe es laut gedreht. Ich habe nämlich meinen Nachbarn versprochen, dass ich heute Abend auf ihren Sohn aufpasse, auf den Quinn Manuel. Ah. Weißt du, der ist heute zum ersten Mal alleine zu Hause am Abend. Ne? Wie alt ist er denn? Der wird nächste Woche 16. Nein. Ja, so ist das heute. Alle Kinder werden betüttelt. Ja? Die Eltern von dem, das sind totale Helikoptereltern. Immer dreht sich bei denen alles nur ums Kind. Das Kind war schon immer im Mittelpunkt. Das musste gefördert werden und gefördert werden. Die haben schon bei der Zeugung parallel den Fernseher laufen lassen, als Quarks und Co. kam, damit der Junge mal später Physiker wird. Die sind verrückt alle. Ja? Wenn die mit ihm aus dem Haus gegangen sind, wurden vorher grundsätzlich Äpfelchen und Paprika als Proviant geschnitten, in Tupperdosen. Auch wenn die nur 10 Minuten mal zur Post waren, immer Proviant dabei. Wo ich immer denke, wieso brauchen Kinder dauernd Proviant? Auf welchem Weg gehen die zur Post? Über die Eiger Nordwand oder wie? Oder auf dem Spielplatz? Bis der 10 war, haben die immer auf der Bank beim Spielen dabei gesessen. Ne? Und haben sich in jeden Streit eingeschaltet, den der hatte. Wissen Sie noch, wenn früher auf dem Spielplatz gespielt wurde, da waren 2 Kinder, ein Förmchen, ein Schäufelchen, da hat es eins auf die Fresse gegeben und dann fertig. Ja. Heute sind da 2 Kinder, 4 Eltern, 6 Rechtsanwälte. Die fahren dann auch heute immer noch mit dem Geländewagen, natürlich mit dem Offroader, morgens zur Schule. Das machen immer mehr Eltern, die Kinder zur Schule fahren, weil sie Angst haben, dass denen im Straßenverkehr was passiert. Und deshalb wissen viele Kinder heute auch ganz wenig über Verkehrsregeln, viel weniger als früher, weil denen fehlt die Praxis. Der Quinn Manuel, ja, der macht wahrscheinlich jetzt ja, in 1,5 Jahren macht der Abitur. Da kann er studieren, aber der glaubt immer noch, ein Zebrastreifen wäre der Weg zum Zoo. Und das Bemuttern setzt sich an den Unis fort. Inzwischen gibt es an Universitäten schon Elternabende. Ja, die Eltern besprechen sich mit den Professoren und schreiben den Kindern dann zum Teil die Seminararbeiten. Es gibt schon Unis, da werden die Vorlesungen grundsätzlich nach 45 Minuten unterbrochen, damit die Studenten von ihren Eltern gefüttert werden können. Immer kümmern sich die Eltern um alles, klar. Es gibt ja auch fast nur noch Einzelkinder. Und da ist das Kind nicht ein Kind, sondern das ist ein Projekt. Ein Lebensprojekt, das muss unbedingt gelingen. Ja, das gab es früher nicht. Da hatte man jede Menge Kinder. Und wenn eins in der Schule nicht richtig mitkam, dann hat man das doch nicht den ganzen Tag nur gefördert. Da hat man gesagt, Mensch, unser kleiner Dieter, der ist ein bisschen doof. Ja. Ich glaube, der ist vom Staubsaugervertreter. Und meistens war er dann auch vom Staubsaugervertreter. Und dann hatte das Kind seine Ruhe, ne? Aus dem ist auch was geworden, wahrscheinlich Staubsaugervertreter. Aber heute wird an den Kindern dauernd nur rumerzogen. Und vor allem werden die Kinder ständig gelobt. Das ist das Schlimmste, dieses dauernde Loben. Ich meine, einmal kann man ein Kind ja loben, aber doch nicht den ganzen Tag für alles. Das macht mich wahnsinnig, ja. Da kommt ein Bild, ein Kind an mit so einem komischen Bild, ne, was es gemalt hat. Ne, ja? Da heißt gleich, Mensch, das hast du fein gemacht. Das Bild ist aber ein tolles Krickeli-Krackeli. Aber was kommt dabei rum? Wenn man jeden Scheiß lobt, da muss man sich nicht wundern, wenn am Ende Leute rauskommen wie Alexander Dobrindt. Wie kann denn so einer Verkehrsminister werden? Weil den immer alle gelobt haben, nicht? Da ist es immer prima, Alex. Das ist aber wieder ein schönes Krickeli-Krackeli. Was steht das denn da? Und dann sagte der, das ist später mal mein neues Konzept für die BKW-Maut. Toll!
Ja, wollen wir solche Pfeifenköppe, ja? Lassen wir doch einfach die Kinder in Ruhe und deshalb, jetzt rufe ich mal den Quinn Manuel an. Jupp, gib mal, ich hab die Schnauze voll, Herr Mayer. Aber, ja, Quinn Manuel, hier ist Onkel Richard. Jetzt pass mal gut auf, ja? Ich mache jetzt das Babyfon aus. Und wenn irgendwas ist, dann regelst du das selber. Hast du mich verstanden? Moment mal, Onkel Jupp will dir auch noch was sagen. Hör mal, wenn du jetzt noch auf die Idee kommst, hier in eine Kneipe zu kommen, das darfst du nicht. Du bist noch unter 16. Jetzt könntest du deine Eltern mal gut gebrauchen. Hör mal, ich sag dir eins, mach jetzt mal die Spange raus, mach die Augen zu und das Licht aus und lass dich hier nicht sehen. Tschüss. Sehr gut, ich danke dir. Noch, ja, ja, ja.